Ja, guten Tag. Ich begrüße euch bei dem Webinar heute. Mein Name ist Christian Immler. Ich bin Autor hier beim Francis Verlag und ich erzähle euch heute was über den Calliope Mini. Das seht ihr hier in dem Kamerabild. Achso, erste Frage mal noch. Ich hoffe, ihr könnt alles verstehen. Ihr habt da an der Seite so ein Kommentarfeld. Schreibt doch mal bitte kurz rein, ob das alles zu hören ist oder ob wir hier an der Technik noch irgendwas ändern müssen. Ich mache bei mir mal auch mal kurz das Fragenfenster an. Dann sehe ich, ob jemand irgendeinen Kommentar schreibt. Ah ja, ich sehe schon einmal alles okay. Und sonst, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die da ruhig einfach reinschreiben. Ich werde die dann, je nachdem, irgendwie beantworten. Mein Kollege Ulf hier wird mir dann schon weiterleiten, was interessant ist, weil ich blende jetzt hier für mich das Fragenfenster aus, damit ich auf dem Bildschirm sehe, was ihr auch seht, dass ich also hier wirklich was zeigen kann. Und wir werden im Anschluss an das Webinar dann auch noch eine kurze Fragerunde machen. Wenn es irgendwelche allgemeinen Fragen zum Calliope gibt, beantworte ich die gerne. Gut, dann fangen wir einfach mal an. Hier in dem Kamerabild, was ihr hoffentlich auch seht, seht ihr die Schachtel. Also so kriegt man das Ding, wenn man es irgendwo kauft. Ich mache das jetzt mal auf. Dann werdet ihr gleich sehen, was da drin ist. Da ist also einmal die Platine selber. So sieht die aus. Zeige ich euch dann auch gleich nochmal in groß auf dem Bildschirm. Dazu gibt es ein USB-Kabel, denn der Calliope Mini wird einerseits mit Strom versorgt über USB und die Daten werden vom Computer darauf auch gespielt. Wir programmieren das ganze Ding auf dem PC oder Mac oder wo auch immer im Browser. Die fertige Datei wird dann anschließend über das USB-Kabel darüber gespielt und dann läuft der auch eigenständig. Das heißt, erstmal so als Grundlagen, ein Calliope Mini ist kein wirklicher Computer, sondern ein Mikrocontroller. Das heißt, man programmiert ihn am PC, schiebt das Programm da drauf und dann, wenn er Strom kriegt, wird das Programm einfach dort abgearbeitet. Das heißt, er hat kein Betriebssystem, kein Dateisystem, gar nichts, ist nicht ein wirklicher Computer, sondern einfach ein Stück Elektronik, was ein einziges Programm abarbeitet, nämlich das, was da drauf ist. Dann ist zusätzlich hier in der Schachtel noch ein Batteriekasten. Da sind jetzt zwei ganz einfache Batterien drin. Mit dem könnt ihr den dann anschließend auch betreiben, ohne dass er mit dem PC verbunden sein muss. Zusätzlich gibt es hier noch so eine kleine Anleitung und das übliche Kram. Ja, dann fangen wir mal an. Bedient wird das Ganze im Browser. Ich zeige euch hier noch mal kurz ganz groß, wie der aussieht. Den Link dazu bekommt ihr dann anschließend in der Mail auch. calliope-mini.github.io. Ich denke mal, das kann man wahrscheinlich sogar jetzt auch lesen. So sieht die Platine aus. Hier oben ist der USB-Anschluss, wo das Kabel dran kommt. Alternativ kann man hier den Batteriekasten anschließen. Dann hat er zwei Tasten. Die lassen sich von Programmen frei belegen. Also da machen wir nachher, wenn wir programmieren, kann man da irgendwelche Aktionen drauflegen, Taste A und Taste B. Die sind hier auf der Platine auch zu sehen, sind die beiden Tasten da. Hier diese Anschlüsse, die einfach mit 0, 1, 2, 3 gekennzeichnet sind. Da kann man Bananenstecker, Krokodilklemmenkabel, irgendwas anschließen und dann externe Elektronik ran. Und die können auch einfach mit dem Finger bedient werden, durch drauftippen, kriegt man da einen Kontakt, also wie so Sensorkontakte. Zeige ich euch nachher an einem realen Programm auch noch. Hier ist ein Lagesensor. Das ganze Ding hat einen eingebauten Lagesensor, ähnlich wie ein Handy. Der erkennt also, ob er irgendwie schräg oder gerade liegt oder wenn er geschüttelt wird und sowas kann man auch alles als Aktionen auswerten. Dann haben wir hier noch diese große LED-Matrix, 25 Leuchtdioden, die sich einzeln ansteuern lassen. Da zeige ich euch dann gleich, wie man da Zahlen, Bilder, Texte, irgendwas drauf anzeigen kann. Hier unten ist noch eine Pinleiste. Das sind standardmäßig einfach nur Löcher. Man kann sich da auch ich denke mal, das seht ihr jetzt hier in der Kamera, so Pins drauflöten, um dann irgendwas anzuschließen. Irgendwelche externe Elektronik, wie die beschaltet sind, seht ihr hier unten. Das sind also ein paar Masseleitungen und dann noch frei programmierbare Leitungen und hier so ein 3-Volt-Anschluss für irgendwelche externe Elektronik. Das ganze Ding läuft mit 3 Volt, die eben extern über die Batterie oder über einen USB-Port kommen. Hier oben habt ihr nochmal Plus und Minus, um es rauszuführen, wenn man zum Beispiel Leuchtdioden oder irgendwas anderes extern anschließen will, die eine Stromversorgung brauchen. Zur Stromversorgung noch zu sagen, ich hatte das auch schon auf irgendwelchen Veranstaltungen mit einer Powerbank betrieben über den USB-Port. Denkt man sicher, das geht so einfach.
Allerdings braucht er so wenig Strom, dass die meisten Powerbanks dann nach ein paar Minuten auf Sparmodus gehen und den einfach abschalten. Also wenn ihr noch eine alte Powerbank habt, die keinen Energiesparmodus hat, die funktioniert. Und sonst mit moderneren wird es echt schwierig, weil das Ding einfach so sehr wenig Strom zieht. Hier ist noch eine RGB-LED. Das bedeutet, die kann verschiedene Farben annehmen, rot, grün, blau und auch sämtliche Mischwerte. Da kann man also irgendwelche Farbeffekte drauf machen. Zeige ich euch dann auch noch. Hier ist noch ein Lautsprecher. So, dann fangen wir mal an zu programmieren, wie das überhaupt so geht. MakeCode.calliope.cc ist ein grafischer Editor, Software zur Verfügung gestellt von Microsoft, läuft auch auf allen möglichen anderen Geräten und das wird von Calliope eben auch genutzt, das Ding. Da könnt ihr programmieren, ohne dass man wirklich irgendeinen Code schreiben muss. Es wird alles einfach zusammengeklickt. Ja, fangen wir mal an. Hier sind die verschiedenen Blöcke. In der Gruppe Grundlagen findet ihr die allereinfachsten Sachen. Ich zeige mal ein ganz einfaches Programm. Dauerhaft ist eine Schleife, die einfach immer läuft. Sozusagen eine Endlosschleife. Und das einfache Grundprogramm, was auf dem Calliope auch drauf ist, wenn ihr ihn kriegt, bauen wir jetzt mal kurz nach. Dazu gibt es diesen Block Zeige-LEDs. Das ist diese LED-Matrix mit 5x5 LEDs. Da können wir jetzt einfach mal irgendwas anzeigen lassen. Ich schalte hier einfach mal ein paar LEDs ein. Zum Beispiel hier so die obere Reihe und dann die untere Reihe vielleicht auch noch. Dann wird die angezeigt. Dieser Simulator hier auf der Seite zeigt immer gleich das aktuelle Programm. Das heißt, da läuft es immer mit, wie wenn es auf einem echten Calliope wäre. Und ihr seht jetzt, diese Schleife dauerhaft lässt jetzt einfach dieses Ding anzeigen. Können wir noch einen zweiten Block dahinter setzen, mit alle aus und dann wird das hier blinken. Ihr könnt den Simulator auch jederzeit auf groß schalten. Das sieht man jetzt. So ist das erste simple Programm. Und da unten geht es auch wieder aus. Das Programm läuft einfach dauerhaft, das heißt immer. So, jetzt zeige ich euch mal, wie man das Ganze jetzt auf die wirkliche Platine kriegt, weil im Simulator kann es ja noch jeder, das ist überhaupt kein Problem. Ich gebe diesem Programm jetzt hier unten einen Namen, nennen wir es einfach Test und klicke hier auf Herunterladen. So. Jetzt ist mein Browser hier so eingestellt, dass es direkt auf den Calliope spielen würde, wenn er angeschlossen wäre. Solange er nicht angeschlossen ist, landet es einfach hier im Download-Ordner, wie bei den meisten anderen Browsern auch. Und dann müsst ihr das kopieren. Ich kann jetzt aber auch, ich hoffe mal, die Kamera sieht das. Ich schalte mal eben kurz auf meine Kamera, dass ich das so mache, dass ihr das auch seht. Ein USB-Kabel hier anschließen. Ich habe jetzt hier ein Mac, aber das ist am PC natürlich alles genau das Gleiche. Ich schließe hier ein USB-Kabel an. Und schließe den Calliope da einfach dran an das USB-Kabel. Diese kurzen USB-Kabel werden mitgeliefert. Ihr könnt natürlich auch jedes Handykabel nehmen. Ist egal. So, da läuft jetzt irgendein Programm. Das ist das Beispielprogramm, was am Anfang immer schon drauf ist. Das funktioniert im Prinzip genauso wie das, was ich hier gerade hatte. Nur, dass er eben statt einfach diesem Muster, was ich hier gerade habe, so ein Grinsegesicht da ein- und ausschaltet. Ich lade das Programm jetzt runter. Und jetzt zeigt er mir beim Download auch direkt an Mini. Mini, das ist das Laufwerk sozusagen. Also der Calliope Mini erscheint unter Windows einfach als freier Laufwerksbuchstabe mit dem Namen Mini. Und hier auf dem Macintosh haben die Laufwerke ja keine Buchstaben. Da heißt es dann eben einfach Mini. Das Programm, die Programmdatei wird automatisch dann mini.test genannt. Dieser Name entsteht aus dem, was ich da unten eingegeben habe. So, jetzt speichere ich das darauf. Ihr seht im Kamerafenster, dass die gelbe LED blinkt. Das Blinken bedeutet einfach, es werden Daten übertragen. Also solange die Daten übertragen werden, machen wir da auch sonst nichts weiter, können das Kabel nicht abziehen und jetzt blinkt das Muster, was ich hier so vorgegeben habe. Wenn ich den jetzt hier rausziehe, geht er natürlich aus, kriegt keinen Strom mehr. Das macht aber nichts, das Programm bleibt drauf. Ich stecke jetzt mal die Batterie an. Das ist immer ein bisschen fummelig, weil dieser Batteriekastenstecker sehr klein ist und auch sehr streng geht. Dann ist so ein kleiner Schalter an dem Batteriekasten, da muss man es auch anschalten. Und wenn ich es anschalte, dann dauert es einen Moment und dann wird einfach das Programm abgearbeitet, was da drauf ist. Der hat nur ein einziges Programm und das tut er dann einfach, solange er Strom hat. Mit diesem Reset-Knopf da oben kann ich das auch jederzeit neu starten. Das ist im Prinzip genau das gleiche, wie wenn ich Strom abziehe und wieder dran stecke. Gut, dann programmieren wir jetzt mal was Richtiges. Jetzt wisst ihr, wie es geht.
Mal den wieder hier dran fummeln. So. Jetzt machen wir mal ein bisschen was Interessanteres. Ich programmiere jetzt einfach mal einen einfachen Würfel, der irgendwie Zahlen von 0 bis 6 anzeigen soll. Dazu brauchen wir dieses Programm hier nicht mehr. Um ein Programm zu löschen oder so, einfach hier raufziehen. Damit wird es weggeschmissen. Der Würfel soll ansprechen, wenn ich eine Taste drücke. Dazu gibt es hier im Feld Eingabe diese Blöcke, die auf irgendwelche Reaktionen auf irgendwelche Aktionen reagieren. Knopf A ist die Taste links. Wenn eine Taste gedrückt wird, soll das Ding eine zufällige Zahl von 1 bis 6 anzeigen, wie ein Würfel das tut. Dazu gibt es hier einen Block, der eine Zahl anzeigt. Das heißt, ihr müsst die Zahlen nicht selber aus LEDs zusammenbauen, sondern die Zahl wird einfach angezeigt über diese Nummer, die hier drin steht. Wenn ich jetzt so starten würde und hier den Knopf A drücke, zeigt er die 0 an, weil die 0 hier vorgegeben ist. Aber an der Stelle wollen wir jetzt eine zufällige Zahl. Dafür gibt es hier das Mathematik. Und unter Mathematik sind die einfachen Rechenoperationen drin und eben auch der Block Zufallszahl anzeigen. Zufallszahlen sind beim Calliope immer zwischen 0 und irgendwas. Wenn ich jetzt also eine Zahl von 1 bis 6 haben will, brauchen wir 6 verschiedene Werte. Jetzt habe ich den Block weggezogen. Ich tippe jetzt hier hinten mal, wenn ich hier eine 6 eintippen würde, würde eine zufällige Zahl von 0 bis 6 anzeigen. Das wollen wir ja nicht. Also sage ich 0 bis 5 und addiere dann anschließend 1 drauf. Dann haben wir Zahlen von 1 bis 6. Also die Zufallszahl ist zwischen 0 und 5. Und das Ergebnis ist, wenn ich da 1 dazu addiere, von 1 bis 6. Ich baue mir das jetzt hier zusammen. Also ich ziehe diese Zufallszahl in diesen Additionsblock rein, packe den da wieder hin. Und da hinten packen wir noch eine 1 mit rein. Jetzt haben wir eine ganz einfache Addition. Eine zufällige Zahl von 0 bis 5 plus 1 dazu gibt eine zufällige Zahl von 1 bis 6. Ich kann das auf dem Simulator simulieren. Ich klicke jetzt hier auf 1 und habe eine 5 gewürfelt. Und jetzt habe ich eine 6 gewürfelt und eine 4 und eine 5 und so weiter. Gut. Das sieht jetzt aber noch nicht aus wie ein Würfel. Das soll ja auch jetzt richtig schön aussehen, wie man einen Würfel sich vorstellt mit Würfelaugen und so. Anstatt so einer Zahl ist ja langweilig. Dazu zeige ich euch jetzt noch ein paar weitere Sachen. Es gibt hier ein Feld Variablen. Da kann man jetzt irgendwelche Variablen definieren, wie es in Programmiersprachen auch ist, die einfach irgendwas speichern. Ich muss die nicht deklarieren, wie Programmierer das kennen, ob das ein Text oder eine Zahl oder was weiß ich was ist. Das ist in dieser Programmiersprache MakeCode hier völlig egal. Eine Variable Platzhalter ist auch schon vordefiniert. Die können wir einfach benutzen, wenn man da was Neues benutzt. Hier gibt es zwei Blöcke, die auf den ersten Blick gleich aussehen, aber wirklich ihre Tücken haben. Deshalb erkläre ich die nochmal extra. Ändere Platzhalter auf bedeutet, dieser Platzhalter oder diese Variable, die ich da habe, kriegt danach einen bestimmten Wert. Ändere Platzhalter um heißt, er erhöht oder verringert die. Also wenn ich jetzt schreiben würde, ändere Platzhalter auf 4, dann ist die Variable 4, egal was vorher drin war. Ändere ich Platzhalter um 4, wenn sie dann vorher 1 war, ist sie danach 5. Wenn sie vorher 0 war, ist sie danach 4. Dann wird sie einfach aufaddiert. So, die soll jetzt eine zufällige Zahl kriegen. Ich nehme jetzt einfach dieses Ding hier. Schmeißen wir das hier weg. Wenn ich den Knopf A drücke, soll diese Variable, in der ich mir meine gewürfelte Zahl merke, soll jetzt genau das hier haben. Ich kann das einfach hin und her schieben und das wird dann so übernommen. Jetzt wird noch gar nichts angezeigt. Jetzt wird einfach die Variable einen zufälligen Wert zwischen 1 und 6 erhalten. Und jetzt machen wir die Würfelbildchen dazu. Dazu zeige ich euch das hier mal. In dem Block Logik, also in diesem Feld Logik hier, gibt es die typischen Logikwerte, wie man sie in anderen Programmiersprachen auch kennt, wenn, dann und so weiter, dass ich irgendwas abfragen kann. Das ist das, was in Programmiersprachen if, then heißt. Hier ist alles schön auf Deutsch, heißt wenn, dann. Und jetzt bauen wir so einen Block rein. Wenn diese Variable den Wert 1 hat, dann soll er einen einzelnen Punkt anzeigen, wie ein Würfel das auch tut. Wenn sie den Wert 2 hat, soll sie zwei Punkte anzeigen, die dann so schön diagonal sind, wie beim Würfel auch. Also fragen wir jetzt hier mal, wenn dieser Platzhalter 1 hat. Dafür habe ich hier auch im Logikfeld so Abfragen mit gleich. Wenn meine Variable von da, bauen wir jetzt hier rein, 1 ist, dann soll er das Würfelbild für die 1 anzeigen, nämlich eine LED in der Mitte einschalten. So, bei 2 und 3 und 4 und so dann immer das Gleiche. Jetzt muss man das hier nicht alles nochmal neu bauen,
Ich kann hier einfach draufklicken und sagen, duplizieren. Dann habe ich den gleichen Block hier nochmal. Dann bauen wir den da unten hin. Und wenn ich jetzt hier eine 2 gewürfelt habe, dann möchte ich diese LED einschalten, diese in der Mitte aus und diese an. So sieht das Würfelbild von der 2 aus. Duplizieren wir das gleiche nochmal. Dann bauen wir hier auch noch eine 3 hin. Wenn ich eine 3 habe, dann hier. Ihr könnt das übrigens jederzeit mitspielen, braucht nur in einem zweiten Browserfenster MakeCode Calliope CC aufmachen. Ist ja egal, ob das Ding angeschlossen oder ist oder nicht. Auf dem Simulator kann man das alles immer schön mitmachen. Dann baue ich noch das gleiche für die 4. Da haben wir eine 4 und den machen wir aus und den machen wir an und den machen wir an. So, mit dem Mausrad einfach hoch und runter drehen, scrollt hier in dem Ding und hier unten sind auch noch so Zoom-Fenster. Man kann sich das Ganze auch kleiner und größer machen, um mehr auf einmal zu sehen. Ich lasse es nur in der Originalgröße, damit das bei euch je nach Bildschirmauflösung auch einigermaßen vernünftig ankommt. Wenn jemand nicht alles sehen kann, bitte in die Kommentare schreiben. Ulf wird mir das dann schon mitteilen. Ich habe jetzt die Kommentare bei mir hier ausgeschaltet, damit ich hier das alles auf dem Bildschirm habe. So, dann haben wir noch eine 5 und dann bauen wir noch eine 6 unten dran. Mehr kann sowieso nicht passieren, weil die Logik, die ich oben dahin gebaut habe, sagt ja, oh, das passiert, wenn man auf diesen Scrollbalken kommt, anstatt auf die richtige Stelle zu klicken. Meine Programmlogik oben lässt mir ja nur Zahlen von 1 bis 6 zu. Mehr kann also sowieso nicht rauskommen. So, probieren wir das Programm mal eben aus auf dem Simulator. Ich drücke auf die Taste A und habe eine 4 gewürfelt. Ich drücke nochmal drauf, habe das gleiche nochmal gewürfelt. Kann natürlich passieren. Jetzt habe ich eine 6 gewürfelt und so weiter und eine 1. So, das ganze Ding soll jetzt auf mein Calliope rüber. Ich nenne das Würfel und klicke hier auf Herunterladen. Der Calliope ist noch angeschlossen. Seht ihr den noch in der Kamera? Müsstet ihr eigentlich sehen. Ich gucke mal eben auf meine Kamera. Ja, ich sehe ihn noch. So, das Ding soll gespeichert werden. Das gelbe Licht blinkt und der überträgt das. Genauso wie das gedacht war. Und dann geht die Anzeige nach dem Übertragen natürlich aus, weil die erste Zahl wird ja erst gewürfelt, wenn ich eine Taste drücke. Es passiert noch gar nichts. Jetzt drücke ich hier auf die Taste. Ist hier gerade ein bisschen dunkel. Da ist die Taste. Und ich habe eine 3 gewürfelt. Und ich drücke nochmal drauf und ich habe eine 2 gewürfelt. Könnt ihr wahrscheinlich alles sehen. Gut. Aber eine Taste drücken beim Würfeln ist natürlich eigentlich langweilig. Auf einen normalen Würfel drückt man auch nicht drauf, sondern man wirft ihn einfach. Und das können wir hier auch machen. Ich habe nämlich unter Eingabe auch diesen Block, wenn geschüttelt, und der nutzt den Bewegungssensor von dem Ding aus. Jetzt schiebe ich das ganze Programm von dem Knopf einfach in diesen wenn geschüttelt Block, schmeiß den Knopf wieder weg. Und jetzt sieht das Ganze schon viel mehr nach Würfel aus. Ich lade das einmal kurz runter. Dann wird er jetzt hier mir wieder anzeigen, dass er das runtergeladen hat. Sichern, ja. Fertig. Er sichert. Download abgeschlossen, sagt er mir, aber der ist noch nicht drüben. Wird gleich soweit sein. Gut. Ich kann jetzt, habe ich hier gerade daneben, ich wollte eigentlich nur mal in die Kamera gucken, ob das Schütteln auch wirklich schön dargestellt wird. Ich schüttle ihn und habe eine 6 gewürfelt. Ich schüttle ihn nochmal und habe eine 4 gewürfelt. So einfach geht das. Gut. Sind irgendwelche interessanten Fragen gekommen? Ich frage nur mal hier Ulf nebenan, dann sonst machen wir einfach weiter. Welcher Browser? Ja, das ist eine gute Frage. Ich empfehle immer Chrome. Wir haben es mit verschiedenen Browsern probiert. Der Safari-Browser auf dem Mac hat zum Beispiel ein Problem, dass man keine fertigen Programme hochladen kann. Das zeige ich euch gleich noch, wie das geht. Dann hat der Chrome-Browser noch den Vorteil auch gegenüber Firefox, den wir auch getestet haben. Der Chrome-Browser funktioniert dann auch offline. Wenn ihr also einmal MakeCode Calliope CC aufgerufen habt, wird dieses ganze Framework, was da im Hintergrund läuft, das basiert auf JavaScript, wird in den Browser reingeladen und ist dann da. Also ihr könnt auch im Notebook, im Zug oder wo auch immer ihr kein Internet habt, den Calliope programmieren mit dem Chrome-Browser, ohne die Internetverbindung zu brauchen. Das geht bei Firefox nicht. Und bei Safari geht eben nicht, Programme hochzuladen. Das zeige ich euch gleich nochmal, wie es geht. Dann kam noch eine Frage, was so ein Calliope kostet. Kostet so um die 30 Euro, je nachdem, wo man ihn kauft. Die Schulen, also sehr viele Grundschulen in Deutschland, haben Klassensätze bekommen. Das Ding wird von einer gemeinnützigen GmbH in Berlin hergestellt.
und die verteilen Klassensätze an Schulen. Wer also ein Schulkind in der Grundschule hat, hat eine große Chance dazu, so ein Ding sowieso zu kriegen, ohne ihn kaufen zu müssen. Das dazu. Am Ende des Webinars zeige ich euch noch ein paar Produkte, die Francis dazu gemacht hat. Das ist also nicht der Calliope selber, sondern ein Bastelpaket und ein Buch und sowas. Das seht ihr dann am Ende. Jetzt zeige ich euch gleich nochmal, wie man ein Programm hochlädt. Und zwar gibt es hier oben diesen Menüpunkt Programme. Und dann sind die Programme, die ihr selber schon mal irgendwie gemacht habt, sind dann auch gleich schon da. Oder ihr könnt mit Datei importieren, ein Programm auf dem Computer auswählen, also so eine Hexdatei, die ihr irgendwo schon mal hergekriegt habt. Ihr werdet am Ende des Webinars auch noch einen Link bekommen, wo die Beispielprogramme, die wir jetzt hier machen, alle als Download angeboten werden. Und da seht ihr das dann auch nochmal. Ich zeige euch mal hier irgend so ein Programm, wie man das hochlädt. Also das sind alles dieses Hex-Format, das ist ein komprimiertes Format, da sieht man nichts drin. Das ist das, wie es dann auf den Calliope übertragen wird. Das kann man jetzt einfach mal hier hochladen und dann da auf Los geht's klicken. Und dann wird das Programm einfach hochgeladen. Das war das Beispielprogramm, was am Anfang auf dem Calliope drauf ist. Das hatte ich hier schon mal auf dem PC gespeichert, habe es einmal hochgeladen, dann ist es da. Später sind dann unter Projekte auch all die Sachen, die ihr selber gemacht habt, hier zu sehen. Dass man sie einfach nur nochmal anklicken muss. Da sieht man zum Beispiel, dass ich vor 18 Stunden gestern, als wir das schon mal so kurz vorbereitet hatten, diesen Würfel auch schon mal gebaut habe. Da braucht man da einfach bloß draufklicken. Und der ist im Browser gespeichert und ist dann wieder da. So, ich zeige euch noch ein paar Sachen. Ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass es hier diese Sensorkontakte gibt in den Ecken. Das hier ist übrigens der Bewegungssensor. Das heißt, ihr könnt in dem großen Simulator einfach mit der Maus rumfahren und damit simulieren, wie wenn ihr das Ding in der Hand irgendwie kippen würdet. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie die Tasten angesprochen werden und wie diese RGB-LED funktioniert. Auch unter Eingabe gibt es hier diesen Block, wenn PIN irgendwas gedrückt. Das sind die Tasten. Der PIN 0 ist der hier, das ist der zweite, das ist der dritte, das ist der vierte. Wenn PIN 0 gedrückt wird, lassen wir jetzt mal die RGB-LED gleich nochmal irgendwas machen. Dafür habt ihr hier diesen Block, setze LED-Farbe auf irgendwas. Ich sage zum Beispiel, wenn der PIN 0 berührt wird, gedrückt ist eigentlich ein bisschen blöd übersetzt, man berührt sie ja nur die Tasten, soll die LED auf rot gehen. Anschließend soll das Ding eine halbe Sekunde warten und dann wieder ausgehen. Die Zeiten werden immer in Millisekunden angegeben. Also 500 Millisekunden ist eine halbe Sekunde, 5000 wären 5 Sekunden. Und anschließend soll die LED auf eine andere Farbe gehen, dass man auch sieht, dass was passiert ist, zum Beispiel auf blau. So, dann duplizieren wir das Gleiche nochmal und wir nehmen eine andere Taste auch gleich noch mit ins Spiel. Das war PIN 0. So, 0, 1, 2, 3, 4 sind die vier unteren Kontakte. Die oberen beiden ist Plus und Minus. Die kann man natürlich nicht ansprechen. Wenn der PIN 1 gedrückt wird, soll zur Abwechslung die LED, sagen wir mal, auf grün gehen und nach der Zeit auf, sagen wir mal, violett. So. Das Programm nennen wir irgendwie. Das heißt jetzt einfach mal LED. Ich lade es runter. Jetzt werden wir gleich mal sehen, ob man die RGB-LED auf der Kamera auch sauber erkennen kann, weil die machen ja immer so leichte Farbverfälschung, diese Kameras. Ich blende mir hier meine Kamera ein. Wenn das Blinken aufhört, ist es übertragen. So, wenn ich jetzt die Taste berühre, passiert nochmal gar nichts. Das liegt jetzt bei mir hier dran, dass ich hier an diesem Plastiktisch sitze und das alles nicht richtig geerdet ist. Das kann man umgehen, indem ich gleichzeitig den Minuskontakt drücke. Und dann funktioniert es. Die LED geht kurz auf rot und danach auf blau. Und wenn ich die Taste unten berühre, kriegen wir das hin, ohne dass ich die Kamera verdecke, geht sie auf grün und danach auf lila. Genau wie ich das gerade programmiert hatte. Jetzt, als ich sowas das letzte Mal erzählt habe, kam dann auch die Frage, und wie schalte ich die LED wieder aus? Da ist interessanterweise, ist wirklich hier in diesem Farbe und bei diesen ganzen Blöcken haben die Entwickler irgendwie vergessen, es einen Ausschaltblock zu machen. Es gibt nichts LED aus, aber wir können einen Trick nutzen. Mit diesen RGB-LEDs kann man ja auf beliebige Farben setzen, nicht nur auf die Grundfarben, sondern ich kann den Rot-, Grün- und Blau-Anteil ja auch völlig freisetzen. Und wenn man da jetzt überall eine Null reinschreibt, dann ist Rot, Grün und Blau aus und damit ist die LED im Ganzen aus. Das ist praktisch der Trick, diese RGB-LED auch wieder auszukriegen, weil es wirklich bis jetzt offenbar vergessen wurde, einen Block zu definieren, schalte LED aus.
Gut, haben wir das soweit? Dann machen wir jetzt mal was Interessanteres. Jetzt bauen wir mal ein richtiges Programm. Und zwar habe ich hier schon mal was vorbereitet, um das nicht nochmal ganz von Anfang an zeigen zu müssen. Ein klassisches Space Invader Spiel auf dieser kleinen LED-Matrix. Das sieht auf den ersten Blick jetzt ziemlich komplex aus, aber wenn ich euch das jetzt Schritt für Schritt erkläre, ist das nämlich gar nicht so wild. Space Invaders kennt wahrscheinlich jeder. Für die, die es nicht kennen oder damals, als es aktuell war, nie gespielt haben auf dem C64 oder so, es kommt einfach von oben runter irgendein Raumschiff. Das seht ihr jetzt auch hier schon auf dem Simulator, weil das Programm läuft ja im Simulator schon. Es kommt irgendein Raumschiff von oben und ich habe ein eigenes, das kann ich unten mit den Tasten hin und her bewegen und kann dann auch feuern. Das heißt, der schickt so einen Feuerstrahl hoch. Und wenn ich mit diesem Feuerstrahl das Raumschiff treffe, dann kriege ich irgendwie einen Punkt. Dann wird das da unten irgendwie melden mit einer Farbe, mit so einer Farbsequenz. Und wenn der Feind, der Invader von oben einfach runterfällt, bis auf die Erde kommt, ohne dass er getroffen wurde, dann blinkt das in einer anderen Farbe. Da gibt es dann im echten Spiel Minuspunkte und so weiter. Bloß das können wir natürlich auf dieser kleinen Matrix nicht simulieren und es soll ja auch übersichtlich und einfach bleiben. So, um das alles mal schön zu zeigen, reißen wir das mal ein bisschen auseinander. Es gibt in dem Grundlagenfeld hier einen Block beim Start. Beim Start unterscheidet sich von dem dauerhaft dadurch, dass es einfach einmal abgearbeitet wird und wenn es durch ist, ist vorbei. Der setzt praktisch die Grundlagen für das Spiel. Nämlich die LED wird auf blau gesetzt. Das ist so die Grundfarbe für den Ruhezustand. Dann habe ich noch ein paar Variablen vordefiniert. Jede Variable, die im Spiel genutzt wird, muss einmal definiert werden. Platzhalter ist immer da. Alle weiteren könnt ihr über neue Variable anlegen, einfach anlegen. Die sind dann nur da und können dann anschließend jeden beliebigen Wert annehmen. Man braucht nicht, wie man das so aus klassischen Programmiersprachen kennt, vorher festzulegen, ob die Variable eine Zeichenkette, eine Zahl, ein Integer, ein Bruchzahl, irgendwas ist. Das brauchen wir hier alles nicht. Ich definiere eine Variable Spieler. Die legt einfach fest, wo dieses Spielerschiff hier sich da unten befindet. Das ist am Anfang auf 2, denn die LED-Matrix hat Koordinaten, fängt oben bei 0 an, 0, 1, 2, 3, 4. In der Richtung und 0, 1, 2, 3, 4 in der Richtung. In der Schule lernt man immer, ein Koordinatensystem fängt unten an und es wird nach rechts und nach oben gerechnet. Aber in allen Computerspielen und eigentlich auch allen Programmen fängt das Koordinatensystem links oben an und zählt nach rechts und nach unten. Das haben wir hier auch so. Also der x-Wert 2 ist die Mitte, links ist die 0. So, dieser Block Zeichne kommt aus dem Feld LEDs. Das ist auch ein bisschen seltsam übersetzt, muss man einfach mal sagen. Zeichne bedeutet, ich schalte eine LED ein, die über ihre X- und Y-Koordinate definiert wird. Gut, danke, wir haben die halbe Zeit gerade. Habe ich gerade gehört, aber wir können das, schaffen das hier locker, kein Problem. Der Block Schalte Pixel, was jetzt hier so ein bisschen komisch heißt, der schaltet die LED aus. Also das, ja, ich finde die Übersetzung seltsam, aber sie ist halt so. Zeichne schaltet LED an und Schalte schaltet LED aus. Meine LED an der Position Spieler, nämlich 2 und Y-Position unten, wird hier eingeschaltet. An der Stelle befindet sich mein Schiff am Anfang. Und die Variable Treffer ist einfach nur ein Logikwert, 0 oder 1, wahr oder falsch. Die gibt mir während des Spiels an, ob ich das Ding getroffen habe, weil dann muss das Spiel ja anders reagieren. Ist natürlich am Anfang falsch, ich habe es erstmal nicht getroffen. So, dann haben wir eine Dauerhaftschleife. Die läuft also immer während des Spiels. Ich ziehe das hier mal raus, dass ihr erstmal seht, was sie eigentlich so im Wesentlichen macht. Nämlich am Anfang wird der Invader, also das Schiff oben, wird auf eine zufällige Position zwischen 0 und 3 gesetzt. Warum 0 und 3? Das Schiff ist 2 Pixel breit, kann also möglichst weit links hier bei der 0 anfangen, ist dann auf 0 und 1 und kann möglichst weit rechts auf der 3 anfangen, ist dann nämlich 3 und 4. 4 ist ja die Position ganz rechts, weil ich ja bei 0 anfange und 4 habe. So, anschließend läuft jetzt eine Schleife durch, die einfach erstmal prüft, ob ich ihn getroffen habe. Wenn ich ihn nicht getroffen habe, dann soll er eins weiter nach unten rutschen. Das bedeutet, ich setze den Invader auf den Wert Index. Index ist der Schleifenzähler. Jede Schleife hat klassisch ja so einen Wert i, sagt man in Programmiersprachen immer. Die zählt einfach von 0 bis 4 durch. Das 0 ist die Position oben, 1, 2, 3, 4, bei 4 ist er unten angekommen. Der setzt den
diesen Invader-Schiff da oben hin, zeichnet also diesen Pixel und zeichnet den Pixel rechts daneben. Nämlich Position Invader ist, wo er sitzt, und eins daneben auch noch, weil es immer 2 Pixel breit ist. Wartet 100 Millisekunden, 300 Millisekunden, nicht 100, Quatsch. Schaltet anschließend das Ding wieder aus, weil er soll ja dann auf die nächste Reihe runterrutschen, muss er ausgeschaltet werden. So, für den Fall nein, das heißt, ich habe ihn getroffen. Dann passiert natürlich was anderes, nämlich dann kommt ja von oben gleich wieder der nächste. Im Original Space Invaders ballert man einfach so vor sich hin und mit jedem Treffer wird gleich oben wieder ein neues Schiff eingesetzt. Das heißt, ich setze den Index innerhalb der Schleife einfach wieder auf 0. Das kann ich jederzeit machen und damit zählt die Schleife von der neuen 0 dann wieder bis 4. Also das ist im Prinzip dann auch so eine Art Endlosschleife, solange ich einfach immer wieder treffe. Der fängt an einer neuen zufälligen Position an und die Variable Treffer wird wieder auf falsch gesetzt, weil das neue Schiff habe ich ja noch nicht getroffen. So, für den Fall, dass ich bin jetzt hier durch, also habe das Schiff praktisch verfehlt, er ist unten angekommen, dann ertönt ein Ton, dafür haben wir diesen Lautsprecher und ich kann mit den Blöcken Musik, kann ich beliebige Töne erzeugen. Die Töne werden mit den Klaviernoten C, D, E und so weiter bezeichnet. Und da gibt es auch ein mittleres und ein hohes und alle möglichen verschiedenen. Das kann man mal eben kurz zeigen. Wenn man diesen Block hier einfach reinsetzt, kann ich hier mir einen Ton auswählen, der dann abgespielt werden soll. Und danach steht einfach, wie lange dieser Ton ertönt. So. Anschließend kommt noch eine kurze Schleife, die einfach am Abschluss des Spiels mir praktisch zeigt, ich habe verloren und hier so eine Farbfolge kurz anzeigt. So, spannend wird es natürlich jetzt da unten. Was passiert, wenn ich die Tasten drücke? Wenn ich den Knopf A drücke, ich habe hier gerade mal meine Blöcke ein bisschen verschoben, dann müssen wir den mal wegschieben, dass das nicht so stört. Wenn ich den Knopf A drücke, dann bewegt sich mein Spielerschiff. Und zwar schaltet er hier den Spieler an. Die Variable Spieler gibt an, wo ich gerade bin. Die haben wir am Anfang definiert auf Mitte. Und der Y-Wert ist 4, nämlich die untere Reihe. Das Spielerschiff bewegt sich nur in der unteren Reihe hin und her. Wenn das Spielerschiff größer als 0 ist, also noch irgendwie da ist, kann ich es um 1 nach links bewegen mit der Taste. Nämlich setze die Variable einfach um 1 rüber. Für den Fall ist es nicht größer als 0, also es ist schon ganz links, kann es natürlich nicht weiter nach links. Deshalb passiert dann einfach gar nichts, wenn ich die Taste nochmal drücke. Den anderen Fall brauche ich ja nicht weiter auswerten, es passiert einfach nichts. Anschließend wird die LED an der Stelle auch gesetzt. Genau das Gleiche passiert, wenn ich den rechten Knopf drücke. Taste B ist die rechte Taste. Er prüft, ob es noch kleiner als 4 ist, also ob es noch irgendwo innerhalb des Bereiches ist und nicht ganz rechts außen. Dann setzt dann eins rüber und gut. Es gibt auf dem Calliope noch ein weiteres Ereignis, nämlich beide Tasten gleichzeitig drücken. Ich will ja auch noch irgendwie feuern. Und wenn man den in der Hand hat, kann man schlecht noch einen von den Kontakten berühren. Das ist einfach ergonomisch blöd. Deshalb habe ich für das Feuern diese Aktion verwendet, drücke beide Tasten gleichzeitig. Dann jagt er diesen Feuerstrahl hoch. Damit setzt er die Variable Position auf den Wert, wo ich gerade mit dem Spielerschiff sitze. Ich brauche dann eine zweite Variable, dass während des Feuerns es nicht irgendwie ausgewertet wird, ob sich das Schiff bewegt, weil er soll ja immer gerade nach oben feuern. Deshalb merkt er sich einfach diese Position da. Dann gibt es hier wieder eine kleine Schleife von 0 bis 3, wo er diese LED an der Stelle, wo ich gefeuert habe, dann einfach kurz so einen Strahl nach oben jagt. Kann ich das auf dem Simulator mal eben zeigen. Da gibt es nämlich hier so einen kleinen Knopf, drücke A und B gleichzeitig und dann schießt er einfach nach oben hoch. Das heißt, die LEDs werden von unten nach oben ganz kurz hintereinander ohne Wartezeit angezeigt. Damit sieht es praktisch aus, wie wenn ich einfach hochfeuere. Wo ist jetzt das? Das ist jetzt hier. Und zwar, ich zeichne an der Stelle Position, alle LEDs nacheinander von 0 bis 3 einmal kurz hoch und warte dazwischen nur 10 Millisekunden. Man sieht also so einen kurzen Effekt. Sie sind nicht alle exakt gleichzeitig an, das wäre ja zu langweilig, sondern sie blinken so kurz von oben aus hoch. So, jetzt muss er gucken, ob meine aktuelle Position mit dem Invader übereinstimmt, also ob ich das Schiff praktisch getroffen habe. Und zwar ist das dann der Fall, wenn ich entweder an der gleichen Stelle stehe wie der linke Pixel von dem Schiff oder da, wo der rechte ist. Die Variable Invader enthält immer den linken Pixel von den beiden und plus 1 ist dann der rechte. In diesem Bereich Logik gibt es auch solche Sachen wie wahr und falsch
oder und sowas alles kann man also sämtlichen Logikwerte auswerten in dieser Abfrage hier. Wenn das so ist, dann schaltet er die Variable Treffer auf wahr, spielt kurz einen Ton ab und dann wird die LED unten nochmal rot und gelb blinken, schön wie gefeuert. Danach setzt er sie wieder auf die Grundfarbe wahr, wartet kurz und schaltet die Pixel wieder aus, damit der Feuerstrahl auch wieder weg ist. Und dann geht es einfach ganz normal weiter. Und so, dann spielen wir das Ding mal auf den Calliope drauf. Auf dem Simulator zu spielen ist ja langweilig, wenn, dann wollen wir natürlich richtig spielen. Ich hoffe, dass ihr das dann auch in der Kamera schön sehen könnt. Dazu mache ich mir jetzt hier die Kamera an. Er überträgt noch, das ist jetzt ein bisschen größer, dann dauert es ein bisschen. So richtig schnell ist die Übertragung ja nicht, also ein längeres Programm dauert schon. Und ihr seht, ich habe jetzt hier schon das Ding am Laufen. Und der blinkt unten immer schön blau, weil ich natürlich immer daneben getroffen habe. Solange ich nichts mache, kann man da was sehen? Wenn ich sie so halte, sieht man was, oder? Kannst du mal die Kamera so drehen, dass ich hier auch wirklich was zeigen kann? Dann kann ich nämlich mit den Knöpfen auch mal mein Spielerschiff unten bewegen. Okay, ihr seht, es bewegt sich. Und jetzt habe ich gefeuert und es hat gelb und grün geblinkt und ich habe ihn getroffen. Jetzt habe ich daneben getroffen und so weiter. Es ist eine ganz, ganz einfache Simulation eines damals sehr erfolgreichen Spiels. Das liegt natürlich auf großen Monitoren und nicht auf so einer 5x5 Pixel Matrix. Es geht ja nur darum, zu zeigen, wie sowas geht. So, machen wir gleich noch ein Spiel. Und da seht ihr dann gleich noch ein paar mehr so richtige schöne Programmiergrundlagen, wie man das früher so hatte. Damals in der Zeit der ersten Computer konnte man noch nicht den grafischen Bildschirm komplett in Echtzeit immer ändern, wie das heute bei Computerspielen ist. Sonst wurde damals eine Technik entwickelt, die sogenannten Sprites. Ein Sprite ist ein bewegtes Objekt, was sich sehr einfach auf dem Bildschirm bewegen kann und was damals auch direkt von der Grafikkarte ausgewertet wird. Heutige moderne Computerspiele nutzen das sogar wieder, wenn es wirklich um Höchstleistung geht. In irgendwelchen Ballerspielen wird zum Beispiel der Schuss selber, also die Patronenkugel oder irgendwelche Blitze oder sowas, auch immer noch mit Sprites gemacht, weil die auch direkt auf Hochleistungsgrafikkarten unmittelbar ausgewertet werden können. Dieses Spiel, was wir jetzt machen, ist so dieses klassische Eierlaufen, wie man es von Kindergeburtstagen kennt. Man muss ein Objekt irgendwie bewegen und damit einen Hindernisparcours durchlaufen, ohne dass das Ding runterfällt. Das machen wir jetzt hier auch und nutzen dazu den Bewegungssensor von diesem Calliope. Kann ich das auf dem Simulator kurz zeigen und schon ist es runtergefallen. Da ist hier in der Mitte, wenn ich jetzt mal den neu starte, müsst ihr das sehen, läuft erstmal so eine Startsequenz, 3, 2, 1 los, damit ich ihn jetzt schön ruhig halte, damit man nicht sofort gleich einen Fehler macht und dann leuchtet hier in der Mitte dieses Ei, dieser Punkt und den muss ich jetzt transportieren. Ich nehme jetzt also dann später den Calliope in die Hand und laufe damit durch den Raum, versuche möglichst wenig zu wackeln. Und wenn ich jetzt hier wackle und es über den Rand rausfällt, ist vorbei. Ihr habt gesehen, das ist jetzt unten in der Mitte über den Rand rausgefallen. Dann macht das kurz einen Ton und der blinkt hier dann. Das, was ihr hier im Hintergrund noch hört, ist mein Space Invaders, der ständig irgendwelche Fehler anzeigt, weil ich natürlich immer nicht getroffen habe. Ich ziehe den mal raus und dann ist Ruhe. So, jetzt programmieren wir das Ding. Auch erstmal hier raus, um es leichter zu erklären. Beim Start, also in dem Moment, wo ich das Spiel starte, bedeutet, entweder kommt der Strom dran an den Calliope oder ich drücke die weiße Taste um, wird eine Zeichenfolge abgespielt. Dazu gibt es einen Block, Zeige Zeichenfolge, der kann einen Text anzeigen. Wenn der Text länger als ein einzelner Buchstabe ist, wird automatisch eine Laufschrift draus gemacht. Ihr seht hier auf dem kleinen Simulator, der zeigt jetzt an, 3, 2, 1, los. Braucht ihr einfach nur einen Text eingeben, der wird automatisch als Laufschrift dargestellt. Dann habe ich hier noch ein paar Variablen definiert. Die sind hier auch schon drin. Die Variable Platzhalter ist sowieso immer da. Empfindlichkeit an. Da habe ich einen Wert drin, der die Empfindlichkeit dieses Bewegungssensors steuert, weil ich möchte ja nicht, dass bei der allerkleinsten Bewegung der schon sofort runterfällt. Das macht ja keinen Spaß. Da habe ich so einen Erfahrungswert, das ist 200 hier drin. Das sind einfach Werte von 0 bis 1000. 1000 bedeutet praktisch ultimatives Kippen, das Ding um 90 Grad hochdrehen. Und 200 ist so ein kleiner Mittelwert, ein bestimmtes Schräg. Das wird nicht in Grad, sondern einfach in Tausendstel angegeben. Die Variable i speichert mir die Position
dieses Sprites, also dieser einzelnen LED, die da angezeigt wird in der Mitte. Ich habe jetzt ein Objekt, was sich auf dem Bildschirm bewegt. Das ist also jetzt eine ganz andere Art von Programmierung, als ich gerade bei dem Space Invaders hatte. Ich lasse nicht die LED-Matrix irgendwas ein- und ausschalten, sondern ich bewege ein virtuelles Objekt auf diesem Bildschirm. Die Variable Spiel ist wieder nur ein Logikwert, der einfach angibt, ob das Spiel noch am Laufen ist oder ob das Ding runtergefallen ist und Ende ist. Und Z ist Zeit. Da habe ich eine Zeit von 200 Millisekunden drin für die Abfrage des Bewegungssensors. Wenn ich die zu häufig abfrage, dann überschlägt er sich praktisch und es ist eigentlich nicht mehr spielbar. Wenn ich ihn zu selten abfrage, dann wird es wieder zu langsam. Da muss man auch so ein bisschen experimentieren. 200 Millisekunden hat sich als ganz gut erwiesen hier. Am Anfang des Spiels wird diese Variable i, die die Koordinaten des Eis hier in der Mitte angibt, auf ein sogenanntes Sprite gesetzt. Dazu habt ihr hier unter Fortgeschritten, wir sind jetzt schon nicht mehr im Anfängermodus, wir sind jetzt bei Fortgeschritten, unter Spiel die Möglichkeit, ein solches Sprite zu erzeugen. Das ist jetzt nicht eine beliebige Grafik wie in einem professionellen Computerspiel, sondern ist einfach eine einzelne LED, die sich irgendwie auf dem Spielfeld, auf diesem 25 LED-Matrix da bewegt. Und diese LED hat eine Koordinate, und zwar die 2 und 2 ist die Mitte, fängt wieder bei 0 oben an. Der Logikwert Spiel wird am Anfang auf wahr gesetzt, bedeutet einfach, das Spiel läuft noch. So, jetzt haben wir eine Schleife, die läuft so lange, wie Spiel wahr ist. Ich brauche da jetzt nicht extra abfragen, ist gleich wahr, sondern einfach während Spiel bedeutet, solange das Spiel am Laufen ist, also solange ist diese Variable wahr. Machen wir das mal da auch auseinander, dann wird es ein bisschen deutlicher. Jetzt haben wir eine Wenn-Abfrage, die üblichen Wenn-Dann-Blöcke. So, die fragt den Beschleunigungssensor ab. Und zwar, der Beschleunigungssensor in Richtung X soll größer als diese Empfindlichkeit sein. Das heißt, solange er kleiner ist, passiert gar nichts. Kleiner ist, ich habe ihn weniger als diese 200 Einheiten bewegt. Einheiten von 0 bis 1000. Solange ich ihn nur minimal bewege, soll erstmal nichts passieren. Sonst würde ja, wenn ich ganz normal gehe, bei jedem Schritt schon gleich das Ding runterfallen. Und das macht ja dann auch keinen Spaß. Also, wenn die Bewegung in X-Richtung größer ist, dann kommt eine zweite Abfrage. Ihr könnt auch wenn dann ansonsten Blöcke nehmen. Die bieten praktisch die Möglichkeit, auch für den Fall, dass es nicht ist, auch irgendwas zu machen. Dieser Block prüft jetzt erstmal, ob der X-Wert von meinem i noch kleiner ist als 4. Das heißt, ob sich das Ding noch auf den ersten drei, auf den ersten vier Positionen in X-Richtung befindet. Die sind ja 0, 1, 2 und 3. Solange das der Fall ist, kann ich jetzt, wenn ich mich bewegt habe, wenn ich das Ding also leicht gekippt habe, kann ich die Position um 1 rüber bewegen. Das heißt, bei einer Kippneigung nach rechts bewegt sich mein Ei auf dem virtuellen Löffel des Kinderspiels um eine Position nach rechts. Wenn ich noch weiter bewegt habe, bewegt sich noch eins weiter. Danach kommt eine kurze Pause, einfach um es nicht zu überschlagen, um nicht zu schnell die nächste Abfrage wieder zu haben. Das ist diese Zeit, die ich vorher gespeichert habe. Wenn man mit der Zeit ein bisschen experimentiert, habe ich die als Variable definiert, dann brauche ich nämlich nicht jedes Mal die ändern, sondern nur am Anfang des Spiels kann ich dann sagen, ich will es mal mit 300 Millisekunden ausprobieren, ob es dann vielleicht besser läuft. Muss jeder einfach sehen, wofür man es verwenden will. Ja, solange wird das bewegt. In dem Fall, dass mein Ei jetzt schon an der äußersten rechten Position ist und ich neige den Calliope weiter, dann soll es ja runterfallen. Dann haben wir den zweiten Fall, dann ändere ich den Wert Spiel auf falsch. Und damit wird diese Schleife am Anfang dann nämlich nicht mehr abgearbeitet. Dann passiert einfach irgendwas, nämlich mein Spielende. Das Spiel ist vorbei, das Ding ist runtergefallen. In dem Fall kommt dann hier unten am Ende der Schleife diese Blöcke hier. Ich setze die LED auf blau, spiele einen Ton ab, setze sie auf violett, spiele einen anderen Ton ab. Das ist dann so eine Tonfolge, die werdet ihr gleich hören. Und die sagt einfach, du hast verloren. Auf die gleiche Weise habe ich diese Blöcke jetzt auch nochmal dupliziert. Jetzt füge ich sie hier wieder ein. Wenn nämlich die Beschleunigung in Y-Richtung größer ist als die eingestellte Empfindlichkeit und dieses Ei noch nicht auf Y4, also in der unteren Reihe angekommen ist, dann kann ich es eins nach unten bewegen. Wenn das nicht der Fall ist, ist auch hier wieder falsch und vorbei. Also, das hier oben, diese beiden Blöcke, rechnen jetzt in die andere Richtung, also nach links beziehungsweise nach oben, also in Negativrichtung. Damit muss ich gucken, ob der Beschleunigungswert praktisch die negative Empfindlichkeit erreicht hat. Ich kann nicht einfach ein Minuszeichen vor eine Variable setzen. Deshalb multipliziere ich die Variable mit minus 1 und habe damit praktisch den negativen Wert in der anderen Richtung.
Wenn die Beschleunigung kleiner ist jetzt als dieser Negativwert, dann soll dieses Ei nach links bewegt werden, solange es noch nicht auf 0 ist. 0 ist ja die Koordinate ganz links. Ich ziehe dann 1 ab, bewege es also einfach in diese Richtung. Minuswerte gehen nach links, Pluswerte gehen nach rechts. Das gleiche in Y-Richtung. Minuswerte gehen nach oben, Pluswerte gehen nach unten. So. Und um jetzt zu zeigen, dass es auch wirklich funktioniert, schließe ich das Ding jetzt hier an. Wir könnten jetzt dann das auch gleich nochmal so richtig real simulieren. Und ich übertrage das Programm. Ihr seht jetzt hier im Hintergrund, dass immer noch das Space Invaders läuft. Das läuft natürlich, weil ich dem einfach wieder Strom gegeben habe. Wie gesagt, es gibt kein Dateisystem, es gibt keinen Programmstart, irgendwas, so wie der Strom kriegt, tut er einfach das letzte Programm, was drauf ist. Jetzt übertragen wir das neue. Die gelbe LED blinkt wieder. Und es wird gleich irgendwas passieren. Es wird spannend. Das ist immer der spannende Moment. Tut er wirklich was, tut er nichts? Ja, das Programm startet mit dieser Startsequenz. 3, 2, 1 und los geht's. Und jetzt wird es gleich losgehen. Das Ei liegt in der Mitte und es passiert noch nichts. Jetzt hänge ich hier so eng an dem Kabel, kann ja eigentlich nicht wirklich spielen. Jetzt ziehen wir das Kabel mal raus und stecken den Batteriekasten an. Dann können wir das wirklich auch benutzen. Stecker daran. So. Ich habe wieder diese Startsequenz. Ich muss mal die Kamera anmachen, dass wir hier auch wirklich was sehen, dass ich sehe, was ihr seht. Und jetzt spielen wir. Jetzt nehme ich das in die Hand und versuche damit, also ich gehe jetzt nicht wirklich durch den Raum, weil die Kamera das ja nicht so simulieren kann. Ich nehme mal eine Hand. Die eingestellte Empfindlichkeit ist noch ganz gut. Ich kriege das ganz gut hin. Wenn ich jetzt aber wirklich irgendeinen Hindernisparcours laufen würde, würdet ihr sehen, schon ist vorbei. Mit dem Reset-Knopf da oben kann man das Spiel jederzeit wieder starten. Ich brauche da im Programm nichts extra zu definieren. Starte Spiel neu. Dafür kann man einfach diesen Reset-Knopf benutzen, weil der Calliope hatte sowieso nur ein einziges Programm. 3, 2, 1, los. Ich muss mich jetzt konzentrieren, das Ding schön ruhig halten. Kann man ein bisschen bewegen, ein bisschen minimal bewegen und schon wieder runtergefallen. Wenn ihr jetzt die Empfindlichkeit ein bisschen anders macht, kann man es natürlich auch so einstellen, dass es weniger runterfällt. Gut, gucken wir mal wieder, ob Fragen da sind. Oder Ulf, guck mal da drüben. Das sieht man vielleicht noch ein bisschen besser. Ich kann hier auch mein Fragenfenster anmachen. Wir haben wieder Fragen. Anwendung für Maker. Ja, da haben wir ein schönes Beispiel, was ich euch bei der Gelegenheit mal zeigen könnte. Der Calliope Mini wurde ja ursprünglich für Kinder und für Schulausbildung entwickelt. Aber inzwischen haben die Maker ja da das wirklich entdeckt und nutzen den auch für alle möglichen Sachen. Ich zeige euch mal hier ein Beispiel, was wir mal gemacht haben. Eine Füllstandsanzeige für Wassereimer, Biergläser, Blumenvasen, was auch immer. Da nutze ich diese Berührungskontakte, weil die machen ja eigentlich nichts anderes, als zu prüfen, ob der Kontakt mit Masseleitung verbunden ist. Und das nutzen wir jetzt für so eine Füllstandsanzeige. Das heißt, ich habe hier an der Masse, minus an dem blauen, eine Elektrode angeschlossen, die bis am Boden von dem Gefäß hingeht. Und an die vier anderen Kontakte habe ich vier weitere Elektroden angeschlossen, die unterschiedlich tief reinreichen. Jetzt bauen wir ein einfaches Programm, was einfach abfragt, ob 1, 2, 0, 1, 2 oder 3 berührt werden, also mit diesem Pin gedrückt, ob die praktisch Masseverbindung haben. Und damit kann ich jetzt einfach sehen, wie tief, wie hoch steht das Wasser da drin. Wenn nämlich nur die 0 und die 1 als berührt angezeigt werden, dann habe ich offenbar einen Wasserstand, der maximal bis da geht, weil nämlich die Elektrode 2 und 3 kein Wasser haben. Ist eine einfache Anwendung für Maker, die man auch wirklich sinnvoll nutzen kann. Ihr braucht in dem Fall ja auch keine Verbindung mehr mit dem PC. Das heißt, ihr legt euch den Calliope irgendwo hin, steckt irgendwie in den Blumentopf oder wo auch immer vier Drahtelektroden rein, die unterschiedlich tief drin stecken, schließt die Batterie an und das Ding macht man dann halt irgendein Programm, was zum Beispiel einen Alarm gibt, wenn hier oben schon nicht mehr berührt ist. Könnt ihr einfach über diese Blöcke, wenn Pin berührt ist, dann irgendwie was machen. Ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel eine Alarmanlage. Wenn ihr irgendwie sicherstellen wollt, dass irgendein Objekt, irgendein Tresor nicht wegbewegt wird, dann da oben so ein Calliope drauflegen mit einer Batterie und über diesen
diese Bewegungssensor, so wie ich es gerade bei diesem Spiel gemacht habe. Ihr könnt im Prinzip genau dieses Programm verwenden. Wenn das Ding zu weit bewegt wird, weil er zum Beispiel runterkippt oder weggetragen wird, dann soll er einfach Alarm schlagen. Dann macht er einen schönen Ton und piepst da vor sich hin. Der ist zwar nicht besonders laut, aber ich hatte mal bei jemandem gesehen, der hatte den Calliope auch für irgendein Spielobjekt auf eine große hohle Schachtel mit Heißkleber draufgeklebt. Und dann wird der Lautsprecher macht dann schon durch seinen Resonanzkörper auch richtig Lärm. Das funktioniert also auch ganz gut. So, haben wir noch weitere Fragen? War da noch irgendwas Interessantes? Hast du noch Fragen? Nichts mehr? Dann zeige ich euch jetzt nochmal die Sachen, die wir hier im Francis Verlag zu dem Calliope gemacht haben. Ich muss nur mal mein Kamerafenster anmachen, dass ich hier auch das sehe, was ihr seht. Das ist das Paket coole Projekte für deinen Calliope Mini. Ich mache das gleich mal auf. Dann können wir mal gucken. Da ist erstmal ein Handbuch mit vielen Beispielen drin. Alles schön bunt und Schritt für Schritt programmiert. Wir verwenden immer diese Programmierumgebung, die da dabei ist. Ich kann euch noch mal kurz was zeigen, was da eigentlich im Hintergrund passiert. Das basiert eigentlich alles auf JavaScript. Das heißt, das, was ich hier so grafisch programmiere, generiert ein JavaScript und dieses JavaScript könnt ihr auch mit Hand verändern. Also das passiert da im Hintergrund. Für die, die wirklich tiefer einsteigen wollen, mal meine Kamera wieder anmachen. Danke für den Hinweis. Dann zeige ich euch nämlich, was da noch alles drin ist. Wir haben hier noch ein Steckbrett. Steckbretter nimmt man ja immer gerne für Elektronik, Prototyp-Sachen. Da könnt ihr LEDs oder was auch immer einfach reinstecken, ohne löten zu müssen. Wir haben hier auch LEDs drin. Und diese LEDs kann man in das Steckbrett einfach so reinstecken. Und dann haben die da Kontakt und damit könnt ihr irgendwas aufbauen. In diesen Steckbrettern sind diese 5 Pins hintereinander, sind immer alle miteinander verbunden und die obere und untere Reihe sind auch komplett verbunden. Das heißt, die kann man schön als Masse- und Plusleitung benutzen und dann da drin Elektronik aufbauen. Wenn man irgendwas mit LEDs macht, noch ganz wichtig, jede LED braucht einen Vorwiderstand. Der hat üblicherweise 220 Ohm. Jetzt wird er fragen, warum sind da keine Vorwiderstände dabei? Es gibt nämlich auch LEDs, die haben den Vorwiderstand eingebaut. Das ist natürlich wesentlich einfacher. Man muss einfach beim Kauf von LEDs darauf achten, dass man welche nimmt, wo ein Vorwiderstand eingebaut ist. Dann spart man sich diesen ganzen Aufbau mit Vorwiderständen. Deshalb liefern wir auch solche hier mit, wo Vorwiderstände drin sind. Wenn ihr den Calliope Mini als Klassensatz in der Schule irgendwo kriegt, da sind auch LEDs mit Vorwiderstand eingebaut bereits dabei, allerdings kein Steckbrett. Das heißt, die müssen die dann mit Krokodilklemmenkabeln anschließen. Die heißen wirklich so, weil sie so aussehen. Die kann man hier einfach auf diesen Kontakt draufklemmen. Sieht man? Ja, sieht man. Und dann kann man die LED praktisch auch mit so einem Kabel anschließen. Das ist natürlich alles ein bisschen fliegend. Und man muss aufpassen, dass man nicht 2 Pins gleichzeitig berührt. Da hilft es, wenn man die auseinanderbiegt. Dann geht das auch so. Und dann auf den anderen irgendwie eine Masseleitung anschließen und dann leuchtet sie. Wir können das ja mit einem eben einfach simulieren. Wenn ich jetzt hier einen Strom habe und ich nehme den jetzt und schließe die Masse ist bei der LED der kurze. Die Kathode ist die Masse und die Kathode ist der kurze. Das kann man sich nämlich ganz einfach merken. Dann schließen wir den da mal an. Und den anderen, jetzt gucken wir gleich mal, ob die LED funktioniert. Schließen wir den Pluspol an. Völlig ohne irgendwelche Vorwiderstände, irgendwas. Sollte sie jetzt eigentlich. Ah, sie kann sie nicht leuchten, weil ich 2 verschiedene Calliopes hier dran habe. Und ihr seht, auch hier, sie leuchtet. Ich habe jetzt kein Programm und gar nichts, nur um mal zu zeigen, wie einfach es geht. Einfach mit Plus und Minus so eine LED verbunden geht. Dann haben wir in dem Paket hier noch ein paar Drahtelektroden, um zum Beispiel dieses Beispiel, was ich gerade hatte, zu machen. Die könnt ihr irgendwo reinstecken, mit einer Krokodilklemme irgendwo anschließen. Programme sind alle in dem Handbuch drin. Und noch 2 Stück Knete. Knete ist leitfähig. Das wissen die allerwenigsten. Damit kriegt man nämlich ganz schön Sensorkontakte hin. Wenn er diese Pins an der Seite hier, die muss man ja immer so mühsam berühren mit dem Finger und das ist dann bei mehreren ja doch ein bisschen schwierig. Wenn ihr einfach so ein Krokodilklemmenkabel an einen dieser Pins anschließt, einfach dran klemmt und das andere Ende in so ein Stück Knete reinsteckt, einfach reinstecken, dann ist diese ganze Knete der Sensorkontakt, weil die Knete an sich leitet den Strom genauso und man hat einfach eine wesentlich bessere Kontaktfläche als auf so einem kleinen Ding. Kann richtig schön mit dem Finger draufdrücken. Ja, und dieses Paket bekommt ihr alle, die jetzt hier an dem
Webinar teilgenommen haben, sogar mit einem Sonderpreis. Ihr kriegt irgendwie so innerhalb der nächsten Stunde ungefähr oder sowas, bekommt ihr eine Mail von uns und da, lasst euch überraschen, ist ein Sonderpreis drin, wo ihr dieses Ding auch kriegt. Zusätzlich haben wir auch noch ein Buch gemacht, Programmieren lernen mit dem Calliope Mini. Das ist auch so, das geht dann noch wesentlich mehr in die Tiefe. Da sind dann also auch unter anderem dieses Space Invader Spiel drin, habe ich hier gerade gesehen, und auch noch ein paar Beispiele für Maker und so, die da noch ein bisschen weiter in die Tiefe gehen. Gut, ich gucke gerade auf meine Uhr. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde. Sind noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen, sonst irgendwas? Ich kann ja mal das Fragenfenster anmachen. Ich sehe hier gerade nichts Neues. Wolf, hast du Fragen gekriegt? Irgendwas? Nichts mehr? Dann verabschiede ich mich einfach. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's.